Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Arrgh. Ja, wir hören Valhalla, ne? So wie ihr hören könnt, ist das Hatschen dabei. Grüß dich. Servus. Der Onkel. Hallöchen. Der Noxi. Hallöchen. Und der Geiseri. Hallo zusammen. Komm, wir sind jetzt hier eine Feuerstelle. Ja, ich nehme Warum jetzt wieder nicht? auf und gerade stand schon wieder Onkel tot. Nekromonger tot. Könnt ihr gerne bei den anderen die Folge angucken, gerade beim Onkel, wie er gestorben ist. Mal wieder Gikanoto. Gikanutte? Nutte? Oder wie hast du gerade gesagt, ne? Giganutto. Ja, Gikanutte. Eine Nutte, ey. Wahnsinn. Ja, ich habe kein Flugtier mehr, weil mein Bärchen ist ja auch gestorben bei meiner letzten Aktion. Jetzt müssen wir neue Themen. Hier, Ja, nimm ich mal was würde, mit. wenn mir mal Sergeant meine Sachen wieder gibt, dann helfe ich dir mitzählen. Oh, Scheiße. Lauf, lauf, lauf! Wenn der Lauf! Pisser andauernd hier rumrennt, kann ich auch nichts. Hol dir was, ich hab'n. Ja, ziehst ihn? Siehst du ihn? Hallo, Hol dir Onkel. einfach was. Hallo. Alter, was war das? Ich hab nur einen Schwanz gepikst, ist alles in Ordnung. So, was haben wir hier? Keine Ahnung, aber Flugtier wird es nicht sein. Ich bin nackt. Wir haben keine mehr. Leute, hallo, ich bin nackt. Ja, zu Recht. Ja, super, jetzt habe ich es gleich wieder verkackt, ja. Onkel, brauchst du Ausrüstung? Ich kann das nicht Ja. heben. Ernsthaft? So. Vielleicht war es nur ein Bug oder sowas. Warte mal, Oh, Dings mein kann ich Vogel ist mir. voll. Dings kann ich mir besorgen. Meine komplette Ausrüstung wird jetzt gerade hergestellt. Weil sie rausholen. Okay, und ich schau mir mal Pfeil und Bogen und so einen Scheiß. Ah, dann muss ich das halt später alleine machen. Warte mal ganz kurz. Heißt das, es gibt jetzt Giganotos und Drachen? Ja. Oh Gott. Oh Mann, wird schlecht. Me too, mir auch. Mit du. Mit du. Jetzt eigentlich mit Dusa. Konnichiwa. Konnichiwa, ni sekou manakabai. Aber wir haben leider kein Dings mehr, kein Ein Dings da mehr, nee, was? Kein, nur noch Feuer, Nee. nur noch ein Bogen. Nein, Smizi ist noch nah am Brust. Okay. Ui, der ist ja gleich schon fertig. Du bist so fett, ey. Ich bin immer so fett. Heißt doch vielleicht mal ein bisschen Prime Meat. Oder haben wir ihn gleich? Oh, Ein bisschen dann kriege ich meine verkehrt. Sachen zurück. Datchet hat sie. Richtig. Was für Klamotten hast du gehabt und angehabt? Dingens, ja. Wie heißen sie? Kalk. Also eine Metallsichel. Wunden, also deine Chitin-Klamotten. Ach, Chitin, schmeiße weg, er kriegt Metall von mir. Na gut, hier ist eine Journeyman, ne? Was? Hat wie viel Rüstung? 110. Haltbarkeit 124. Hypothermic 14 und das andere minus 9. Bist du bei der Journeyman wahrscheinlich sogar besser beraten? Vulva. Was, Vulva? Ernsthaft? Vulva. Gehen wir jetzt schon wieder auf das Niveau. Und was ich unbedingt wieder haben will, ist meine Wolfsmütze. Nein, abgelehnt. Die hat das Viech gefressen, komplett. Noxi. Ja. Schnauze. Da hat jemand aber ganz schön schlechte Laune. Kann ich gar nicht verstehen. Ich auch Kann nicht. jemand mal mitkommen, mir bei dem T-Rex helfen? Ja. Ich bin so unterwegs. Noxi, Wo herzlichen ist der Rex? Glückwunsch. Du wurdest nominiert zum goldenen Revano. Oh shit. Hallöchen. Hallo. Ich hab mein Blümchen weggeschmissen. Wo ist mein Blümchen? Das liegt doch in den 90ern und macht Musik. Ach, Rüstung machst du ja, ne? Rüstung habe ich fertig. Hui.
kommt man hin. Mag einer das Ei mitnehmen vielleicht? Das Rex-Ei? Ja, nimmst du mit. Das hier. Dann nimm ich die Ankühleier mit. Was hier, in Smithy ist deine Ausrüstung drin. Ah, sehr geil, danke. Na jo. Dafür, dass du jetzt mal meine Viecher tötest. Das ist doch jetzt auch gerade so. So, was brauche ich denn noch? Stolz. Naja. Denk dran, Onkel, es wird alles 1:1 beglichen. Ich geb dir mal ein Bier aus. Alles klar. Alles klar. Warum dir, Noxy? Wenn dann nur ein Nero, dann gebe ich 3er aus, weil 2 Tiere getötet und 1 einfach, weil ich mal eins mit trinken will. So. Ja, wir kommen demnächst mal vorbei, alle. Jo, auf jeden Fall. Zu der fetten Grillparty zum Onkel. Hey! Ja, am Grillplatz. Im Livestream. Kam genug. Ey, das wär voll geil. Nimm den Laptop mit raus und dann geht's ab, Alter. Ich habe keinen Laptop. Oh ja. Bringt Rivano sein Laptop mit, da gibt's einen Livestream von draußen. Da spielt man Match Ärger dich nicht und immer wenn einer rausgekickt wird, gibt's einen Choppe oder sowas, keine Ahnung. Komplette. Also komplettes Bier einfach. Habt ihr eigentlich schon mal meine wunderschöne Brücke vorgestellt, wo ich gebastelt habe? Ach, die hab ich schon gar nicht gesehen. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Siehst du, die hab ich auch noch nicht vorgestellt. Und. So, wann kriege ich meine Sachen wieder? Dann, wenn ich zurückkomme. Janik. Ja, du lässt mich verrecken so und hast doch die große Fresse. Warum ist denn jetzt Janik. Hier eigentlich so ein Feuerding? Das sieht ja komisch aus. Ich hab mich einfach testingweise mal gebaut. Ich wollte gucken, wie groß das ist. Janik, wo ist denn? Was denn? Ich sehe es genau kommen. 99% Taming und dann kommt Giganotto um die Ecke. Was ist denn hier eine Brücke überhaupt? Rechts vom Lager. Ja. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen leise reden muss, aber wisst ihr Bescheid, ist so. Ich gehe mal auf Ausschau. Da. Ja, ich auch. Ja, und ich habe hier hinten noch ein bisschen, boah, an der gleichen Stelle nochmal rübergeflogen. Weil dieses Trike hat auch einen Wendekreis für den LKW. Wissens. Mein Gott. Ah, ja stimmt, die Brücke wolltest du ja bauen. So. Kann denn schon einer den Quetzelsattel oder soll ich den lernen? Ich habe jetzt hier noch ein bisschen mehr vor, jetzt auf der anderen Seite hier drüben. Lern du ruhig. Ja, mach du ruhig. Da wo hier jetzt die freie Fläche ist, da will ich einen schönen Turm hinpflastern. Na, hier kannst du auf jeden Fall einen Weg machen so und dann kannst du hier... Ja. Ja, das ist doch schon mal ein schöner Landschaftsbau, den du da hier vorne hast. Genau, und dann will ich hier so klar quasi, ja, keine Ahnung, einfach Überwachungsturm, großes Ding in meinen Pflastern. Mit unseren neuen Baumodelle, wo wir da haben. Aber bitte mit Stahlspikes davor, weil das da irgendwie Giganotto oder irgendwas ankommt. Weil vor allem der Platz wäre ja auch echt gut für so eine Anfangsburg, weißt du? So eine kleine Übungsburg. Okay. Hier ist ein Paratze. Hat einer Bock auf ein Paratze? So, ja, Lero. No. Also Platz hätten wir hier auf jeden Fall genug. Was möchtest du denn jetzt zähmen? Sollen wir dir jetzt so einen Flugsaurier holen? Den ich jetzt gerade wieder mache. Ich würde sagen, wir holen uns beide einen Flugsaurier, ha? Wir haben hier noch einen Quetzel. Ja, viel Spaß damit. Nein, nee, der ist fast durch. Richtig. Ja, stimmt. Da habe ich meinen eigenen und den kann ich dann wenigstens töten. Du willst wohl nicht den Quetzel töten, bist du das Wahnsinns? Nee, nicht Quetzel. Also ich will nur einen Flugsaurier. Ja. Ja, also ich will nur eine Eva. Bip, 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 bip. Möchtest du mit einem Rex mitkommen? Der stirbt zumindest, wenn nicht so leucht. Dafür ist der Ärger umso größer. Das ist auch wieder Vulva. Vulva? Schon wieder? Nein, ja doch, schon ein bisschen. Dafür ist der Ärger Vulva. Mhm. Wir hatten die idiotische Idee gehabt, den T-Rex hier reinzustellen. Ike? Achso, okay, da hat durchgepasst. Zur Verteidigung. Mano.
Und mein Parasaurus wurde da im Gehege getötet von einem Sarko, die Drecksviecher, die hässlichen. Hat jemand zufällig noch ein bisschen Prime für den Quetzel? Ich suche gerade. Das Problem ist, ich habe ein paar Ratzer getötet, die Leiche ist da, aber ich habe keine Ahnung, wo die Leiche ist, weißt du? Ah, wo die Hitbox gelandet ist. Ja. Ja, und jetzt, Nero, wo wollen wir denn hin? Ich bin über die Brücke rechts rüber, also am Strand entlang, und ich suche einen Flugsaurier, aber ich finde hier keinen. Die sind ausgestorben. Ja, wir sind schon in der Bronzezeit, da gibt's die nicht mehr. Ach so. Ah, Mammuts habe ich. Ah, ich habe hier einen Stego. Vielleicht können reicht's ja. Können die fliegen? Die Brücke war ja... Da. Ey, Wahnsinn, hier gibt's keine Flugviecher mehr, was ist denn los? Nee. Wo ist denn ein Stego? Doch. Der ist schon im Quetzel drin. Boah, ich steig ab, Alter. Hey, wieso ist da ein Pteranodon-Sattel drin? Und ein Rex, ich hab den von Onkel noch mitgenommen. So. Muss man ja nicht da liegen lassen. Vielleicht schickt er schon. Oh, nee, einer. Ein Prime Meat brauchen wir noch. Ich bin schon unterwegs. Ich mach den das Mammut hier gerade noch platt. Mammut könnt ihr mal sehen, was gescheit ist hier. Wo war das jetzt? Ich bin jetzt über deine Brücke gerade drüber. Und dann rechts am Strand entlang. Sag mal, ist das bei euch auch gerade so neblig? Ja. Nein. Nö. Echt nicht? Nö. Geht so. Voll die klare Sicht. Voll die klare Sicht, Junge. Verarsch mich nicht. Echt jetzt? So. Jetzt mal ernsthaft. Echt, ich habe hier total Nebel. Nee, kein Nebel. Nee. Ich auch. Ne, bei mir ist es aber auch so übel aus. Ja gut, wird schlimmer. Ich bin oben auf dem Berg. Ja, denkst du, wir nett oder was? Ich bin am Wasser, das ist nicht neblig. Janik, krallst hier raus. Jo. Besten Dank. Jo. Das ist doch schon schicken, oder? Ja, das schickt. Boah, dieses Gerät von den großen Viechern alles. Soll das ein Grafikfehler gerade sein, oder was? Hm? Meinst du Giganotto? Ja, ja. Quetzeltame verhungere ich gleich. Der Giganotto ist ein Grafikfehler, da hast recht. Ich rede eigentlich vom Nebel. Oh, das Brondo, ey. Boah, jetzt gibt's nicht, wo sind denn die ganzen Fliegenfinos hin? Jawohl. Ja, super. Inner Schwärm Quetzel. Ich hab. Gezählt. Keine Ahnung, wo Nero hin ist. Am Strand entlang, rechts. Ah, scheiße. Insel. Ich bring die Quetzel gerade mal heim. Jo, mach das. Bring meine Sachen mit. Bring das mit, was da ist. Nee, bring mal bitte meine Sachen wirklich schon mit, weil dann laufe ich mal schnell zurück. Ich hab doch keine Ahnung, was hier alles ist. Ne, lass es dir doch vom Sergeant geben. Ich bin aber auch gleich schon da. Achso, dann geh ich zu dir doch mal zurück. Ah, dich nehme ich mit. Nee, ich komm von selbst. Ja, boah, was habe ich jetzt hier? Ei, halt. Hab ich dich jetzt wieder? War nein. Wirklich neblig, jetzt wird's auch aber klarer. Krasse Scheiße. So einen komischen Nebel haben wir noch nie gesehen. Nebel des Grauens. Ich muss sagen, das Plateau, wo ich hier gerade bin, sieht auch recht geil aus zum Bauen. Gibt's genug Steine? Genau, können wir Schloss hinsetzen. Genau, das habt ihr ja. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon. Wir hatten gesagt, dass das ja neue Sounds sind. Ich habe jetzt zwar schon geschrien, aber jetzt könnt ihr es nochmal hören. Hier ein neuer Sound, der Original T-Rex von Jurassic Park. Das Vieh hin. Absolut cool. Was meinst du? Also, die Sounds sind richtig geil. Das ich hatte eben hier einen 1er oder 2er, keine Ahnung. Ovi-Raptor. Achso. Das sind zwei Eier, die er fressen muss. Und das wäre halt ideal, wenn wir halt einen Ovi haben. Oh ja, das wäre Bombe. Warum? Hilft. Ja, der Eierproduktion. Ich sag mal so, das Ding ist besser als Viagra. War viel besser als Viagra. Onkel, musst du dir vorstellen, warum wenn du. Steifer, wenn der das auch, nee. Wenn du ohne Oviraptor
einfach mal alles passieren lässt für eine Stunde. Hast du vielleicht ein oder zwei Eier? Wenn es hochkommt. Mit Oviraptor. Kannst du mal eine 0 dranhängen. Circa. Absolut geniales Vieh. Eins, ja, ich oder such zwei den oder jetzt 0? Gerade. Hm? Eins oder zwei oder 0? Nee, da kannst du mal eine 0 dranhängen. Also 10, 20. 10, 20, ja. Ach ja, ich weiß. Oh. Da jetzt bin ich hier zurück beim Lager und wo ist die Zatschen? Der guckt wieder irgendwo in der Weltgeschichte rum. Nee, ich hole den Oviraptor. Also ich bring den mit. Boah, wenn ihr einen Flugsaurier findet, bitte. Sag mal Bescheid, wo das Vieh ist. Bei mir ist alles ausgestorben. Was für ein 120er? Das ist mir doch egal. Ich nehme auch ein Einzellevel. Hauptsächlich kann ich fliegen. Ruht dir einen aus. Das werde ich auch noch machen, aber nicht heute. Das wird nämlich die nächste Session werden. Brüten. Ah, da ist einer. Ich sehe einer. Ich sehe einer. Ey, Leute, wisst ihr eigentlich, dass hier hinten in unserer Ecke vom Lager alles voll mit Bondos ist? Ja. Brummelt's überall. Habe ich mein Fernglas dabei? Ja, ich habe mein Fernglas dabei. Was bist du? Was bist du? Hässlich. Level 20, Weibchen, komm her, du geiles Stück. Fängt der schon wieder an. Geht schon wieder los. Wo kommt der? Das hat niemals geendet. Ist noch was? Was bist du? Oh, Level 72, du bist natürlich noch schöner. Gut, bist du ein Männchen, so? Aber mein Gott. Ich bin der Dittmar und was bist du? Darf ja nicht wählerisch sein, ne? So, Transporter steht. Transporter, wie einfallsreich. Herrgott! Yes! So. Headshot! Viel Spaß mit dem. Kamsa! Gib mir meine Sachen! Ich bin unterwegs, bin gleich da. Der hat schon gesagt, der ist auf dem Weg. Ach, du hast gar nichts. Ja, dann kann ich ja gleich den Sattel mal machen. Dann kann ich ein paar Mammuts mal. Dann kann man ja endlich mal große Viecher zählen. Mammut. Obwohl Mammut schon im Lager ist. Also im japanischen Bereich. Ja. Haben wir denn eigentlich genügend Silica-Pearls für einen Quetzelsattel? Das haben weiß ich nicht. Gegenfrage: Haben wir überhaupt Silica-Pearls? Das weiß wiederum ich nicht. Es ist aber schön, wie viele heute wissen, Jungs. Könnt ihr mal einer, der im Lager ist, nachgucken? Ja, ich guck grad mal. Moment. Ich weiß nicht, wo ihr das hinsortiert habt. Tut mir leid. Ist das über dieses Getrampel von den Pondos aller unnormal. Übrigens, der Pondo hat ein Ei gelegt. Ehrlich? Sehr schön. Ja. Kann ich ja gleich verwenden. Ja, jetzt trägst du dann zwei Pondo-Eier mit dir rum. Du, Onki? Ja. Geiles Stück. Kommst du mal her zum Plateau? Zu der freien Fläche hier, über die Brücke rüber? Mit einem Rex, bitte? Okay. Hab ihn gerade eingepackt, der Rex. Geht auch ein Bronto? Geht auch einfach der Bronto? Nee, der Kano? Wegen Primate. Was? Onkel, der, ja. Der Kano ist schneller. Onkel. Ja, aber ich brauch Primate. Ja. Und der Rex ist einfach geiler. Hm. Ich krieg gerade meine Sachen schnell wieder. Jo. In dem Lagerhaus? Ja, Onkel, für dich habe ich auch einen Vogel gerade runtergestreckt. Das müssen wir also nur noch tamen. Backwater. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil es nämlich gerade schon wieder soweit. Hm? Echt? Deine Dankeschön, Sachi. Gern geschehen. Wenn du sie auch immer verlierst. Ja. Ich würde sagen, das waren die Worte des Tages. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Verlinkung zu den anderen Kanälen würde ich sagen, wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Ich muss noch ein was machen. Was? Bevor du Schluss machst, muss ich noch ein was machen. Eine kleine Rache. Nein. Ja, doch. Was denn? Nein, warum? Nein, oh, nein. Scheiße, warum schläft er denn da rein? Okay. Ach, du wolltest ihn betäuben, ja? Ah, fuck, vorbei.
Ach, beide fertig? Fertig sind sie sowieso. Ein Soft? Mein Princess ist kaputt. Das ist jetzt unfair. Was ist unfair? Ich meine mit der Aufnahme. Ich jage ihn. Also, zu Verständnis, hast du jagst gerade einen Zahnschirm, willst du ihn betäuben oder töten? Jagen. Betäuben. Töten. Hoch? Okay, gut, das war's. Alles klar, vielen Dank. Ich wünsche euch was und, achso, tschüss. Tausend. Tschüss. Ciao. Ganz oft.